Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder ein leckeres veganes Backrezept für euch und zwar für vegane Ausstechplätzchen, also vegane Butterplätzchen. Genau, die kann man sowohl für Weihnachten jetzt schon zubereiten, steht ja auch bald vor der Tür. Ich werde die heute einfach nur so backen, weil ich schon seit einigen Wochen mal wieder Lust habe auf so richtig leckere Plätzchen. Ja, jetzt in der Herbstzeit ist das ja auch immer eine tolle Sache, wenn man nachmittags Tee oder Kaffee trinkt, ein paar Plätzchen dazu zu essen. Genau, wir benötigen dafür 300 Gramm Weizenmehl. Ihr könnt auch Dinkelmehl nehmen. Ich mache das so, dass ich 150 Gramm Weizenmehl nehme und das Ganze mit 150 Gramm Dinkelmehl vermische. Genau, ihr könnt also nur Dinkelmehl nehmen, nur Weizenmehl oder mischen. 100 Gramm normalen Zucker, ein Päckchen Vanillezucker und 200 Gramm Pflanzenmargarine. Ich habe hier Sonnenblumenmargarine. Das wären auch schon alle Zutaten. Natürlich benötigen wir Ausstechformen und ich werde heute Herzkekse machen. Genau, ich habe hier eine Herzausstechform. Wie gesagt, noch nicht für Weihnachten. Und dann können wir auch schon loslegen. Ich habe hier nun in meine Schüssel alle Zutaten hineingegeben. Die 300 Gramm Mehl, 100 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker und 200 Gramm Margarine. Das Ganze verkneten wir jetzt zu einem Teig. Genau, ihr könnt natürlich einen Mixer nehmen, also mit Knethaken oder das mit den Händen machen. Ich werde das Ganze jetzt mit den Händen verkneten, eine Kugel formen, das in Frischhaltefolie einwickeln und eine Stunde in den Kühlschrank stellen. Mein Teig ist fertig, wie gesagt, schön durchkneten. Und das Ganze wickle ich jetzt in die Frischhaltefolie ein und gebe es in den Kühlschrank für eine gute Stunde. Mein Teig war jetzt über eine Stunde im Kühlschrank. Ich habe eine Arbeitsfläche bemehlt, also mit Mehl eingestäubt, dann den Teig ausgerollt. Jetzt werde ich die ganz normal die Plätzchen eben ausstechen. Und meinen Backofen habe ich auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Hier habe ich schon mein Blech bzw. Gitter mit Backpapier belegt und genau 200 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Die ausgestochenen Plätzchen auf das Backpapier geben und dann kommt das Ganze in den Ofen für, schwer zu sagen, also ja, zwischen 8 und 15 Minuten höchstens, also bei 200 Grad Ober- und Unterhitze. Das kommt ganz darauf an, wie dick ihr die Plätzchen eben aussticht. Also wenn ihr die ganz dünn macht, kann es sein, dass die schon nach 7 Minuten fertig sind. Wenn ihr die eher dick macht, kann es auch über 10 Minuten dauern. Ich würde euch empfehlen, so nach 6 Minuten nachzugucken und das Ganze erstmal im Auge zu behalten. Bei dem ersten Blech und beim zweiten Blech, wenn ihr den Teig also gleich dick, gleich dünn ausrollt, dann wisst ihr ja Bescheid, wie lange das zweite Blech dann dauert. Genau, also auf jeden Fall goldbraun. Mein Teig ist jetzt von Haus aus ja dunkler, da ich ja das Weizenmehl mit dem Dinkelmehl gemischt habe und genau, dann hat der Teig eine dunklere Farbe. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn die Plätzchen fertig sind. Ihr Lieben, wir haben den nächsten Tag. Gestern war es schon sehr dunkel zum Filmen, als die Plätzchen fertig waren. Ich habe das Ganze noch mit Schokolade verziert und mit Streuseln. So sieht das Ganze aus. Ja, also je nachdem, wie gesagt, wie dick ihr den Teig ausrollt, dauern die Plätzchen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze so circa 7 bis 10 Minuten. Ihr müsst einfach darauf achten oder mal so nach 5-6 Minuten schauen, wie die Plätzchen eben aussehen. Goldbraun sollten sie natürlich sein und ja, dann könnt ihr die mit Schokolade, mit Puderzucker, Glasur, was auch immer verzieren. Würde mich sehr freuen, wenn ihr es ausprobiert. Und ja, folgt mir gerne auf Instagram, der Link ist unten in der Infobox. Da könnt ihr mich auch gerne verlinken, wenn ihr eins meiner Rezepte nachmacht. Und ich würde mich auch sehr hier über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal.